Und natürlich, wie es bei Gucci nun mal der Fall ist, lacht uns gleich mal dieses Gucci-Design an. Hier mit dem Gucci-Brief und der Gucci-Schleife. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, entschuldigt mein furchtbares äußeres Erscheinungsbild. Ich bin leider krank. Das hält mich aber nicht davon ab, hier einen Fashion Haul für euch zu drehen, weil es relativ chillig zu machen ist. Dementsprechend heute das Video Fashion Haul. Auch wenn es in letzter Zeit wenig Fashion Hauls gegeben hat, habe ich natürlich meiner Kaufsucht gefrönt und mir immer wieder Dinge zugelegt. Und dadurch, dass gestern meine Gucci-Bestellung angekommen ist, lässt sich das leicht mit einem Unboxing verbinden. Das bedeutet, wir werden heute einige Pieces anschauen. Es sind natürlich teure Sachen dabei, es sind aber auch ein, zwei Dinge dabei, die nicht besonders teuer waren, für euch natürlich erschwinglich. Und ich sage euch natürlich, was ich mir gekauft habe, wo ich es mir gekauft habe, warum ich es mir gekauft habe und wie viel es gekostet hat. Das ist der Ablauf des Videos. Ich will gar nicht mehr länger quatschen. Eins noch, liebe Freunde, schaut auf MaxOBMe vorbei, denn all den Stuff, den wir heute reviewen, habe ich bereits getragen, bis auf das Gucci-Shirt, auf meinem Instagram-Account. Und da könnt ihr gleich nachsehen, wie ich das Ganze kombiniere und wie ihr das vielleicht auch kombinieren könnt. Gut, quatschen wir nicht mehr länger. Das erste Piece, das ich mir geholt habe, ist ein ganz normales Basic Anti-Social Social Club Shirt. Auch hier habe ich erst vor kurzem ein Foto auf meinem Instagram-Account gemacht. Da seht ihr, wie ich das gerockt habe. Dieses Shirt war, naja, 90 Euro habe ich dafür bezahlt auf der HypeCon. Also preislich eigentlich halbwegs in Ordnung. Man kriegt es aber auch schon viel billiger auf BAM, Freunde. Also 90 Euro ist jetzt kein besonders billiger Preis. Ab 70 bekommt man das schon. Und auch ich selbst verkaufe auf meinem BAM-Account ein weißes Modell. Also 90 Euro für das Shirt. Warum? Weil es schlicht ist, weil es überall gut dazu passt und weil ich ASSC prinzipiell feiere. Und das Schwarze hatte ich schon mal, habe es aber leider verloren. Wahrscheinlich bei irgendeinem Mädel liegen lassen. Jetzt kommen wir zum nächsten Shirt, liebe Freunde. Das Shirt, für das habe ich nichts bezahlt. Ich weiß aber, es kostet, glaube ich, 90 Euro oder so. Das ist von Deux Amis, das heißt von meinen zwei Kumpels, Hunner und Hadi. Ein richtig nice Shirt. Das hatte ich auch schon an, also checkt das irgendwo auf meinem Instagram-Account ab. Das ist eine Kooperation mit einer Stahlmarke. Das heißt, wir sehen hier einzelne Baupläne abgeprintet. Den Schnitt finde ich auch richtig nice eigentlich. Ich werde das kurz mal anziehen. Also Schnitt eigentlich auch Bombe, kann man auf jeden Fall lassen, finde ich sehr, sehr cool, werde ich auch jetzt gleich anlassen. Ja, mein Merch gibt es logischerweise nicht mehr zu kaufen, der war ja ausverkauft nach zwei Wochen, liebe Freunde, aber auf Bump haben wir noch ein paar Restbestände an Sachen, die zurückgeschickt wurden, also einfach auf meinem Bump-Account, MaxOBMe, ebenfalls vorbeischauen. Nächstes Ding, das kennt ihr vielleicht noch, aus meinem Diss-Track. Nur noch den Laptop, was, dann startest du die Rückkehr. Finde ich auch sehr, sehr nice, weil ich einfach auf dieses Neongelb stehe und das wirklich, wirklich flashig finde. Neonfarben sind ja mega im Trend. Feiere ich aber eigentlich schon seit 12 Jahren eigentlich, habe ich immer wieder mal was in Neon gehabt, weil ich es einfach feiere. Hinten haben wir noch so einen Totenkopf und das Coole an dem Piece ist, dass wir immer wieder so silberne Reflektoren haben. Das heißt, wenn ihr hier Fotos mit Blitz macht, dann leuchtet das genauso raus, wie wir das auch von den Yeezys kennen. Das heißt, wir haben hier einzelne Reflektoren, hier sogar mit Glitter. Das sieht man jetzt natürlich nicht, weil das Licht so stark ist. Aber wirklich sehr, sehr cool. Fotos mit Blitz zahlen sich auf alle Fälle aus. Er ist so ein bisschen oversized. Ich trage ja meistens oversized. Das ist, glaube ich, ein X-Large. Also auch den feiere ich mega, weil er einfach gut fällt. Und besonders teuer war er auch nicht. Ich glaube, ich habe für den bezahlt 75 Euro. Und das geht voll klar bei einem Hoodie. So, dazu passend habe ich mir das Shirt geholt. Nicht wundern, liebe Freunde, wir haben vorne hier schon ein paar, Teriyaki-Flecken. Beim Sushi hat es mir anscheinend geschmeckt. Auch hier seht ihr, haben wir wieder so Reflektoren eingenäht. Wir haben auch hinten nochmal den Totenkopf. Auch hier wieder mit dem Blitz, der bei Blitzlicht reflektiert. Also wirklich ein nice Shirt. Auch wieder in der Größe X-Large. Ich muss sagen, der Stoff relativ dünn und nicht besonders hochwertig. Für 35 Euro erwarte ich mir da schon etwas bessere Qualität. Aber das Design geht voll klar, nur leider gehen halt die Flecken einfach nicht mehr raus. Also keine Ahnung, ob ich das nochmal tragen werde. Schade, alles nur, weil ich nicht fressen kann, verdammt nochmal. Okay, schauen wir zum nächsten Piece, Leute. Das sind anscheinend jetzt Schuhe. Die habe ich aber schon länger, muss ich sagen. Also die habe ich jetzt bestimmt schon 3 oder 4 Monate, habe die aber noch nie hergezeigt. Keine Ahnung warum. Die feiere ich mega. Das sind stinknormale Nike-Schuhe. Und zwar die Nike React 87 Element. Das war aber das erste Design der 87er und das war so schnell vergriffen, dass du das eigentlich nirgends mehr bekommen hast.
Das heißt, ich habe statt unglaublichen 180 Euro 450 bezahlt. Und wie man hier gut erkennen kann, habe ich die schon sehr oft gerockt. Ich habe die sehr oft beim Trainieren an, aber auch immer wieder beim Rausgehen. Und natürlich sollten die mal wieder geputzt werden. Das Coole bei den Schuhen ist, dass du, egal was du drunter anziehst, du siehst es durchleuchten. Das heißt, die Schuhe lassen sich zu allem kombinieren. Wenn einen der rote Streifen hinten nicht stört, dann kann man hier wirklich viele verschiedene bunte Socken anziehen, die sich dann farbtechnisch im Outfit wiederfinden. Von der Gemütlichkeit her mega nice. Also du ziehst den an, was mich halt vollkommen anfuckt, ist, dass die Schuhbänder ständig aufgehen. Das heißt, du machst 5 Schritte und das Schuhband ist schon wieder offen. Keine Ahnung, woran das liegt. Wir haben hier auch immer wieder Reflektoren eingenäht. Das heißt, wenn du Fotos mit Blitz machst, reflektiert auch das wieder. Der Stoff selbst, also der rund um deinen Fuß läuft, der ist sehr, sehr dünn. Du spürst richtig, wenn du zuziehst, wie sich der Stoff an deinen Fuß anschmiegt. Also das finde ich sehr gemütlich. Kork vermutlich nicht die beste Variante, denn liebe Freunde, wenn ihr den Schuh oft trägt, dann wird der Kork richtig, richtig fest. Und dann fühlt sich so an, als würde dir direkt auf Asphalt gehen. Also da einfach austauschen gegen irgendeine andere Sohle, wenn man ihn zu oft getragen hat. Ansonsten ein richtig geiler Schuh. Ich finde der Nike Element, also React Element. Ich finde das 87er Modell einfach richtig lit. Das war das allererste und ich finde auch das schönste, weil es sehr klassisch, sehr basic ist und weil hier eben alles durchleuchten kann. Also die Schuhe kann ich euch nur schwerstens empfehlen. Ich weiß nicht, bei welchem Preis die momentan herumgurken, aber ich nehme an, bei 450, 500 sowas. Also ja, muss man wissen, ob man sich die gönnt. Für ganz normale Nike-Schuhe ist halt doch ein teurer Preis, aber der letzte Release von Nike, ich weiß gerade nicht, wie das Modell heißt, aber auch die sind sofort vergriffen gewesen und kommen auch erst im September oder so raus. Also auch hier ein wirklich sehr, sehr teurer Preis. Hat sich ausbezahlt. Wenn man so viel Geld für Nikes ausgeben möchte, kann man das. Die Travis Scott ist ja wieder eine Collabo, die waren ja auch allein schon Retail 500 oder so. Die sind jetzt bei 1200. Also nur mal hier, um einen Vergleich zu schaffen, was ist Collabo, was ist ohne Collabo, wie schaut die Preis-Range aus. Sehr, sehr nicer Schuh, hat sich auf alle Fälle ausgezahlt. Gut, jetzt gehen wir zum nächsten Teil. Auch das wieder ein Hoodie von De Ami, den ich persönlich mega feiere. Also den finde ich richtig, richtig nice. Den habe ich immer wieder mal an, auf dem Weg zum Training, aber auch einfach nur zum Überwerfen, weil der Stoff relativ dünn ist und der Schnitt mega oversized. Das heißt, man schlüpft hinein und hat irgendwie so einen Sack an, der aber wirklich gut fällt. Und auch das Design, ich will gar nicht mehr länger, wir schauen uns den einfach an. So, also, was uns auf den ersten Blick auffällt ist, hier steht fett verzollt. Also das ist so das Design. Wir haben eine mega weite Kapuze auch. Die ist fast schon schlumpfmäßig. Wir haben hier auf der Seite einen Stick. De Ami, glaube ich. Ja. Und hier oben steht dann auch nochmal De Ami. Und was ich mega cool finde ist, Freunde, hier hinten, ja, haben wir eine Telefonnummer. Und wenn ihr diese Telefonnummer wählt, dann kommt ihr einfach direkt zum Zollamt Österreichs. Also keine Ahnung, ob das überhaupt erlaubt ist, aber es steht auf jeden Fall richtig fett hinten oben die Telefonnummer. Und wie man jetzt schon erkennen kann, es ist mega oversized. Also es ist richtig gemütlich, es ist richtig chillig. Ich feiere den Hoodie echt extrem. Das Einzige, was mir gar nicht gefällt, sind diese Bänder, Leute. Also die hängen vorne dran, die stricke ich immer in den Pullover hinein. Die gefallen mir persönlich nicht, die hauen irgendwie so ein bisschen den ganzen Hoodie zusammen, weil die einfach so breit sind, passt nicht dazu, deswegen versorge ich die immer hier drunter, dann stört das auch nicht mehr. Hier unten ist dann auch nochmal ein Aufdruck von zollamtlicher Behandlung befreit, De Ami OG Niederlassung, Brief Wien. Also finde ich sehr, sehr cool, designtechnisch mal was ganz Neues. Preislich sind wir, glaube ich, bei 250 Euro, aber ich habe keine Ahnung, ich habe den geschenkt bekommen. So Leute, jetzt kommen wir zu den teuren Teilen. Punkt Nummer 1, das teuerste des heutigen Hauls, das ist eine Balenciaga Jeansjacke um 1000 Euro. Habe ich mir geholt bei Balenciaga direkt. Wir haben hier einen fetten Balenciaga Stick in Gelb, sehr, sehr flashig. Ich muss mir das Ganze noch ansehen, wie gut sich das kombinieren lässt mit dem Neon-Shirt, aber ich glaube, das passt farblich gar nicht zusammen, sehe ich jetzt gerade. Finde ich sehr, sehr nice. Es ist im Prinzip eine ganz normale Jeansjacke. Wir haben natürlich hier auch nochmal Balenciaga eingenäht. So sieht das Ganze getragen aus. Das heißt, es ist leicht verwaschen, leicht stonewashed, finde ich sehr, sehr cool. Drehe mich jetzt mal um, dann haben wir hier Balenciaga stehen, also ganz klassisch eigentlich. Auch die Knöpfe hier sind aus Metall, also nichts Besonderes vom Schnitt her. Ja, leicht oversized, in die Breite gehend, passt für mich perfekt, sitzt mir auch sehr, sehr gut, finde ich.
Also auf jeden Fall ein Kopf, der sich meiner Meinung nach gelohnt hat. 1000 Euro muss man halt dafür ausgeben, also das ist halt schon teuer für eine Jeansjacke, 1000 Euro, aber ja, es ist Balenciaga, you know. Gut, Freunde, dann kommen wir zum Highlight des heutigen Tages. Wir kommen zum Unboxing meines Gucci-Shirts. Also, hier haben wir das Paket, typisch wie bei Balenciaga, einfach riesengroß verpackt. Auch auf der Verpackung irgendwie so eine Security-Folie. Hier steht dann auch, dass das Ganze wasserdicht verpackt wurde. Das heißt, allein schon die Verpackung sehr, sehr hochwertig. Ganz klar bei einem Shirt, das 350 Euro kostet. Ja. Warum ich 350 Euro für dieses Shirt ausgegeben habe, seht ihr gleich am Design. Das ist was ganz Neuartiges, was ich bei Gucci so noch nicht gesehen habe. Und das hat mir ein Freund geschickt und ich habe natürlich sofort zugeschlagen, weil ich einfach das Design mega feiere. Okay, wir machen jetzt da auf, haben gleich mal diese Folie und natürlich, wie es bei Gucci nun mal der Fall ist, lacht uns gleich mal dieses Gucci-Design an. Hier mit dem Gucci-Brief und der Gucci-Schleife. Dann haben wir hier noch eine Gucci-Einkaufstasche. Ich habe keine Ahnung, warum die hier eine Gucci-Einkaufstasche dazulegen, wenn ich das eh in einem Paket bekomme. Aber ist in Ordnung. Gut, das ist der Brief von Gucci. Im Prinzip ist das einfach nur das Rücksendeformular. Also tangiert uns auch nicht. Vielen Dank, wir freuen Sie bald. Wir freuen uns, Sie bald wieder bei Gucci.com begrüßen zu dürfen. Ja, schauen wir mal. Okay, was haben wir hier noch? Beauty Salon. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, egal. Gut, das interessiert uns eigentlich alles gar nicht. Viel wichtiger ist, was hier drin ist. Und natürlich, wenn man 350 Euro für ein Shirt ausgibt, ist das Ganze natürlich hochwertig verpackt. Ihr kennt das alle schon mit dieser Schleife. Auch das Gucci-Design der Verpackungen finde ich einfach mega schön mit diesem cremig-weißen und dem Schwarz in der Kombi. Wenn wir hier die Schleife öffnen, dann ist ein Knoten drin. Es macht halt schon Spaß, Leute. Also wenn man so viel Geld ausgibt, macht das Auspacken schon Spaß, weil man einfach auch an der Verpackung merkt, was man hier Hochwertiges gekauft hat. Gut, dann schauen wir einfach mal rein. Wir nehmen diesen Deckel ab. So. Und auch hier, wie bei Balenciaga, in so einem Samtpapier eingepackt mit so einem Gucci-Sticker. Vorsichtig lösen. Und jetzt, liebe Freunde, kann man auch schon erkennen, was ich mir da geholt habe. Uns lachen die Farben grün und rot an und richtig, es ist ein weißes T-Shirt. Oh, ach, der Stoff greift sich gleich mal mega hochwertig an. Ich mag das, wenn das so dick ist, dann merkt man einfach, dass man Qualität in der Hand hält. That's what she said. Auch hier nochmal so ein Samtpapier und so sieht das Shirt aus. Also es steht hier Gucci drauf in einer neuartigen Schrift, die mich so ein bisschen an Metallica erinnert. Natürlich das Design, was auch Yeezy einfach übernommen hat, aber das finde ich mal richtig nice, denn diese ganz normalen Gucci-Prints, die gefallen mir eigentlich nicht. Das ist mir zu bonzig, das ist so ein bisschen New Wave. Finde ich wirklich, wirklich ganz, ganz nice. Ich habe es mir in der Größe L gekauft, also wir werden gleich mal sehen, ob mir das Ganze auch passt. Ja, und wie man hier schon sehen kann, ich trage zwar gerne Oversized, aber ich weiß nicht, ob mir das nicht etwas zu groß ist. Also don't know, liebe Freunde. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir etwas zu groß. Das hätte ich vielleicht in M bestellen sollen. Scheiße. Ja, schade. Was meint ihr? Schreibt in die Kommentare, soll ich zurückschicken und mir lieber ein M holen oder soll ich das L behalten? Don't know, ich weiß wirklich nicht. Freunde, das war das letzte Piece. Wenn euch das Unboxing gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, welches Piece ihr am coolsten findet, welches ihr vielleicht koppen wollt. Ich habe euch noch ein paar Links in die Infobox geschmissen, wo ihr was finden könnt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wünscht mir eine gute Besserung. Ich hoffe, ich werde baldigst wieder gesund. Schaut bei mir auf Instagram vorbei, checkt die Fotos ab. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's von mir. Euer Maximilian.